Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute so ein Vereinslogo fräsen. Wir verwenden für unser Projekt einen Schneid- und Servierbrett aus Akazienholz von der Firma Casper. Ich verwende Werkzeuge von meinem CNC-Hersteller, dem Team Hase. Als erstes Werkzeug kommt ein 3,175 Schaftfräser Zweischneider zum Einsatz, dann ein 1,6 mm Zweischneider Schaftfräser und ein 90 Grad Klavierstechen. Die Schaftbreite beträgt jedes Mal ein Achtel Zoll und dazu natürlich die passende Spannzange. Und nun wollen wir das gute Stück mal einspannen. Wir spannen das erste Werkzeug in die Maschine und vermessen mit dem Werkzeuglängensensor die Höhe. Nun müssen wir der Maschine noch klar machen, wo der Nullpunkt in der Fusion-Datei real auf dem Schneidebrett liegt. Dazu fahren wir mit der Werkzeugspitze an die Kante und definieren es mit dem Handrad als X0. Als Y0 definiere ich den Punkt, wo das Brett gerade wird, das heißt, wo diese natürliche Wölbung an den Seiten aufhört. Und zu guter Letzt bestimme ich mit der Tastplatte die Höhe Z. Dafür gibt es an dem Handrad eine wunderschöne Taste. Es ist alles vermessen, also starten wir nun mit dem ersten Werkzeug.
Also die Blätter sind wirklich sehr schön geworden und fühlen sich auch wirklich sehr gut an. Ja, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion programmiert wird, denn jetzt gehen wir in den CAD und CAM-Teil über. Ja, schön, dass ihr noch da seid. Ich hoffe, der Fräser hat euch gefallen, denn jetzt machen wir weiter mit Fusion und ich zeige euch, wie ich das Ganze programmiert habe. Man kann hier schon so kleine Kreise sehen. Das sind Taschen, also Vertiefungen, für kleine Schüsseln. Ich habe das Brett nämlich schon mal gefräst für meine Frau mit so einem kleinen Schriftzug. Mit diesem Bon Appetit Schriftzug. Dafür habe ich ein Stück Folie aufgeklebt und fräse durch die Folie. Und danach kommt etwas schwarze Farbe drauf. Wenn man dann die Folie abzieht, hat man wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Und diese Datei habe ich einfach für das andere Projekt benutzt. Der Kumpel wollte nicht, ich finde es nicht weiter tragisch, also bleibt einfach stehen. Diese Welle oder diese Wölbung ist natürlich ein Problem, sieht optisch zwar sehr gut aus, aber das sauber anzutasten und hier einen Nullpunkt zu bestimmen ist nicht ganz einfach. Deswegen habe ich mir so ein Hilfsrechteck gezogen. Und dafür bin ich hergegangen, habe eine große Latte genommen. Diese Linie ist jetzt meine Latte und bin so nach außen gefahren, bis die dünnste Stelle kommt. Das hätte ich auch hier gemacht, also immer weiter, bis hierher an diesen Punkt. Und das war meine dünnste Stelle. Und da habe ich mir zwei Markierungen gesetzt, einmal hier und das Ganze ausgemessen. Und dann kam, das ist falsch. Und dann kam es raus, 243 mm. Und das hier auf diesem Hilfsrahmen, oder auf diesem Hilfsrechteck zeichne ich alles. Das Logo selbst war ein DXF-Import von einem Grafiker. Die Arbeit ist wirklich sehr gut, man kann es schon sehen, die Kanten sind alle sehr sauber und das erkennt man auch einfach, dass es nicht durch so einen Wandler gelaufen, sondern es ist eine echte Grafik, eine echte Vektorgrafik. Sehr gut gemacht. Hier bei dem S zum Beispiel war ich mir gar nicht sicher, was genau soll ich jetzt eigentlich hineinfräsen, also nur den äußeren Rahmen oder vielleicht auch den inneren Rahmen. Deswegen habe ich mir hier nochmal das Logo als Sticker hingemacht. Und da konnte ich auf einmal sehen, wie das gemacht werden soll. Ja, und das Logo habe ich dann nur noch hinein extrudiert, also hinein geprägt, sage ich jetzt mal. Und das war es eigentlich schon. Und deswegen gehen wir jetzt in die Fertigung. Ja, die Fertigung. Wir starten natürlich wie immer mit so einem Setup. Das habe ich hier schon gemacht. Als allererstes fragt er mich natürlich, wo ist dein Nullpunkt? Dann habe ich gesagt, genau dieser Punkt hier ist mein Nullpunkt. Die Achsen zeigen schon die richtige Richtung, das heißt, das hat gepasst. Als nächstes gehe ich hier aufs Rohteil und sage relative Quadergröße und 000. Denn das Brett ist ja schon fertig. Also mein Rohteil ist ja das Brett und das ist ja schon fertig. Da muss man nichts mehr wegnehmen. Beim Logo selbst war ich in einem echten Dilemma, denn auf der einen Seite haben wir hier eine sehr große Fläche, aber auch sehr filigrane Ecken. Wie hier zum Beispiel oder hier. Mit so einem Klavierstichel komme ich zwar da schön rein, kann aber die Fläche nicht sauber abfahren. Dann gibt es hier zum Beispiel auch sehr, sehr schmale Ecken. Das hier zum Beispiel gerade mal 0,6 mm. Das heißt, da kann ich mit dem Schaftfräser nicht sauber sein. Das heißt, wir benötigen so einen Mix aus verschiedenen Werkzeugen. Ja, starten wir nur mit dem ersten Werkzeug. Mein erstes Werkzeug ist ein 1/8 Zoll Zweischneider von der Firma Hase. Hier steht zwar Fischgeometrie, aber ich glaube, das war doch einer mit normaler Geometrie, also Stirngeometrie. Zu den Vorschieben möchte ich jetzt nichts sagen, wie ich die berechnet habe. Ihr findet aber in der Videobeschreibung einen Link zu einem Tutorial, wie man das ganz genau ausrechnet. Ich mache das mit einer Excel-Liste. Okay, bei der Geometrie habe ich einfach diese Fläche hier unten ausgewählt. Ihr könnt es schon sehen, 17 Flächen, weil ich hier im B zum Beispiel da unten was anklicken musste, in dem O, in dem Q und so weiter. Bei den Höhen habe ich gesagt Modell Oberkante und dann minus 1,5. Ich habe es deswegen so gemacht, weil ich das Logo einfach, ich meine 4 oder 5 mm hinein extrudiert habe. Das ist viel zu viel, das würde glaube ich auch nicht gut aussehen. Und deswegen habe ich mir hier gesagt Modell Oberkante und so konnte ich dann immer wieder mit dem Wert spielen.
So mache ich es auch bei den anderen. Immer Modelloberkante. Bei den Durchgängen habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Und bleibe hier einfach nur ein radiales Aufmaß von 0,3 mm weg. Wieso 0,3? Weil ich später, wenn ich hier bis auf 0 fahren würde, das würde ja dieser 1/8 Zoll Fräser locker packen, dann hätte der Gravierstichel nichts mehr zum Wegnehmen. Deswegen lasse ich mir ein bisschen Fleisch von 0,3 mm. So, hier sitzt zwar ein Haken für Ein- und Ausfahrt, finde ich aber Quatsch, weil hätten wir eigentlich auch weglassen können. Aber bei der Materialeinfahrt sage ich Eintauchen. Und das war schon das erste Werkzeug. So sieht das Ganze aus. Und man kann es hier schon sehen. Das Werkzeug ist so groß, dass es nicht mal schafft, hier in den B-Buchstaben reinzufahren. Und das Problem ist, ich kann es euch mal zeigen, wenn ich den Gravierstichel hochhole. Würde ich jetzt mit dem Gravierstichel durchfahren, würden hier immer so kleine Berge übrig bleiben. Hier zum Beispiel. Oder hier in dem Haar kann man es auch schön sehen. Das heißt, der Gravierstichel ist nicht breit genug und der Schaftfräser war nicht dünn genug. Also hier zwischen dem T und dem H kann man es auch schön sehen. Das würde nicht schön aussehen. Deswegen habe ich das hier einfach dupliziert. Na, was ist denn los? Und gehe als nächstes hier mit so einem Zweischneider 1,6 mm durch. Wieder ein Schaftfräser. Den habe ich von eBay, deswegen habe ich es dazu geschrieben. Unveränderte Geometrie, Modelloberkante, Durchgänge, also alles gleich geblieben. Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Alles so gelassen, wie es Fusion vorschlägt. Und dann kann man es auch schön sehen. Ich wähle mal eine günstige Ansicht. Ja, okay. Zwischen dem T und H kann man jetzt sehen, ist dieser Huckel oder dieser kleine Berg weg. Es hat nicht ganz gelangt, um zwischen dem T und dem O durchzufahren, aber das macht nichts. Das schafft er wieder so mit dem Gravierstichel. Und man kann es auch sehen, selbst dieser 1,6 mm Schaftfräser ist nicht klein genug, um hier in diesen Spalt reinzukommen. Und deswegen gehen wir jetzt zum Schluss noch mit dem Gravierstichel durch. Das ist ein 45 Grad Gravierstichel, also etwas spitzer. Normalerweise nehme ich immer den 90 Grad Gravierstichel, aber irgendwie hat mir dieses Mal dieser 45 Grad besser gefallen. Als Geometrie habe ich einfach die komplette Kontur oben ausgewählt. Das habe ich alles einzeln anklicken müssen. Als Endhöhe wieder die 1,5 mm. Ich muss aber dazu sagen, wenn dieser Gravierstichel hier in diesen kleinen Spalt von 0,6 mm versucht reinzufahren, wird das relativ schnell an die Wand kommen. Deswegen, das kann man hier eher sehen als bis zu. Also der versucht zwar die 1,5 mm tief einzutauchen, aber wenn er es nicht schafft, hört einfach vorher auf. So, bei den Durchgängen, glaube ich, kann man da nicht groß was auswählen und hier auch nicht. Und na ja, und das war's schon. Und man kann auch hier sehen, ja, vielleicht sieht man es in der Simulation ein bisschen besser. Moment, ich suche mal hier die richtige Stelle aus. Genau. Also man kann sehen, der Gravierstichel schafft gerade noch so ein ganz klein wenig einzutauchen. Ja, und man kann auch hier die schöne Phase sehen. Und die wäre nicht da, hätte ich kein Rohteilaufmaß hinzugegeben bei den zwei Schaftfräsern. So sieht das ganze Logo aus. Wie das gefräst wird, habt ihr ja schon gesehen. Und deswegen bedanke ich mich und sage bis zum nächsten Video. Ciao!